Der Anycubic Kossl ist mein erster 3D-Drucker im Delta-Design. Erhalten habe ich den Drucker von meinem Sponsor Gearbest. Geliefert wird der Drucker als Bausatz. Die in etwas holprigem Englisch gehaltene Bauanleitung liegt im Paket in gedruckter Form bei. Ebenso sind ein Schraubendreher und Sechskantwerkzeuge enthalten. An den Aluminiumprofilen kleben viele Metallspäne aus der Fertigung, besonders beim Hotend sollte man darauf achten, dass keine der Späne im System sind. Der Zusammenbau ist teilweise etwas fummelig, die Einschiebemuttern für die Aluminiumprofile musste ich mit einer Feile an den Kanten etwas abrunden, um die Baugruppen zusammenschieben zu können. Die Passgenauigkeit der Teile ist insgesamt jedoch recht gut, bedenkt man, dass es sich um einen Drucker aus dem untersten Preissegment handelt. Die Verkabelung erfolgt über verpolungssichere Stecker, lediglich die Zuleitung zum Hotend ist über Schraubklemmen auf der Hauptplatine angeschlossen. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil mit integriertem Schalter auf der Ausgangsseite. Der beiliegende Adapter passt allerdings nicht in deutsche Steckdosen. Ein passender Stecker ist schnell angeschraubt und sowieso die bessere Lösung als ein Adapter. Nach dem Einschalten zeigt sich der Infoscreen und das Gerät ist prinzipiell betriebsbereit. Delta-Drucker arbeiten mit 3 Schrittmotoren, der Druckkopf ist dabei an 6 Schubstangen befestigt und die Motoren bewegen je einen Schlitten in vertikaler Richtung. Damit sich der Druckkopf längs der X-Achse bewegt, müssen alle 3 Motoren angesteuert werden. Die Mathematik hinter der Koordinatentransformation wird von dem Mikrocontroller erledigt. Ebenso werden die Motoren mit unterschiedlicher Geschwindigkeit angesteuert, wenn sich der Druckkopf längs der Y-Achse bewegt. Für Bewegung längs der Z-Achse werden alle 3 Motoren mit der gleichen Geschwindigkeit angesteuert. Ein Vorteil dieses Delta-Designs ist, dass die 3 Linearantriebe nur relativ kleine Bewegungen ausführen müssen, um den Druckkopf in horizontaler Richtung von Anschlag zu bewegen. Während sich der Druckkopf dabei um 110 mm bewegt, fällt die Bewegung keines der 3 Linearantriebe größer als 50 mm aus. Damit sind sehr schnelle Bewegungen mit hohen Beschleunigungswerten möglich, wie wir später beim Drucken noch sehen werden. Dem kleinen Preis des Druckers geschuldet, ist das Druckbett nicht beheizbar, auch wenn der Warnhinweis das vermuten lässt. Ferner ist das Druckbett des Anycubic Kossl nicht justierbar, was das Nivellieren des Druckers recht zeitaufwendig macht. Ich habe daher einen von der Bauanleitung abweichenden Weg eingeschlagen. Zunächst werden alle Linearantriebe zu den Endschaltern gefahren. Nun wird der Druckkopf über das Druckermenü langsam um 300 mm nach unten zum Nullpunkt gefahren. Um zu verhindern, dass die Firmware des Druckers zurück zum Hauptmenü springt, muss diese Bewegung schrittweise durchgeführt werden, womit recht viel Zeit vergeht, bis die Z-Achse am Nullpunkt angekommen ist. Ist der Nullpunkt erreicht, so darf nur noch eine sehr kleine Lücke zwischen Extruderspitze und Druckbett verbleiben. Die Höhe wird justiert, indem die Endschalter verschoben werden, wobei alle 3 Endschalter den gleichen Abstand zur Oberkante haben sollten. Der Vorgang wird so lange wiederholt, bis nur noch ein Blatt Papier zwischen Extruder und Druckbett passt. Die Feinjustage wird über die Schrauben an den Schlitten der Linearführungen vorgenommen. Streifen Papier auf den Halterungen können ebenfalls verwendet werden, um das Druckbett auf die geforderte Höhe zu bringen. Wie zu sehen, stößt der Druckkopf bei Bewegung nach links an das Druckbett,
während sich die Lücke bei Bewegung nach rechts vergrößert. So lässt sich nicht der gesamte Druckbereich ausnutzen, aber genug davon, um neue Halter für das Druckbett zu erstellen. Nach dem Vorheizen des Extruders auf 180 Grad Celsius für PLA und dem Einschieben des Filaments bis am Extruder ein sichtbarer Strang Kunststoff austritt, ist der Drucker bereit für den ersten Auftrag. An der ersten Lage ist deutlich zu sehen, dass die Schichtstärke im Vordergrund fast null ist, während im Hintergrund deutlich mehr Material aufgetragen wird. Dieses Manko betrifft nur die erste Lage Kunststoff, daher wird diese mit der maximalen Stärke von 0,35 mm gedruckt. Die anschließend gedruckten Schichten werden gleichmäßig aufgetragen, die Unebenheiten sind mit der ersten Lage Kunststoff ausgeglichen worden. Das prinzipielle Design habe ich einer Vorlage auf Thingiverse entnommen, die Halter aber in OpenSCAD neu erstellt, um die Maße meinen Vorstellungen anpassen zu können. Neben den Haltern werden 6 Rändelmuttern benötigt, um das Druckbett justieren zu können. Das Gewinde ist so konzipiert, dass in OpenSCAD die Schichtstärke des Druckers berücksichtigt wird, womit gute Ergebnisse zu erzielen sind. Die Muttern passen dabei ohne jegliches Nacharbeiten auf das Gewinde, zumindest nach dem dritten Versuch mit geänderten Parametern in OpenSCAD. Null Toleranz zwischen Außen- und Innengewinde zu nehmen, war einfach zu optimistisch. Nach dem Anbringen der Halterungen müssen die Endschalter wieder verschoben werden, bis der Druckkopf beim Erreichen der Nullposition das Druckbett nicht berührt. Die verbleibende Lücke kann dabei aber bis zu 5 mm groß sein, womit der Vorgang recht schnell erledigt ist und im weiteren Betrieb des Druckers nicht mehr wiederholt werden muss. Das Druckbett wird nun wie üblich justiert, indem der Druckkopf in die Nähe der Halterungen gefahren und mit Hilfe der Rändelmuttern die Lücke zwischen Druckbett und Extruder schrittweise reduziert wird, bis im letzten Durchgang ein Blatt Papier nur leicht klemmend hindurchgezogen werden kann. Fertig mit dem Justieren? Nein. Fährt man nun den Druckkopf in die Mitte des Druckbetts, so verringert sich der Spalt zwischen Extruder und Druckbett. Dieses Verhalten muss in dem Quellcode der Firmware korrigiert werden, der auf der SD-Karte mitgeliefert wird. Die Datei anycubiccosl.ino wird mit der Arduino IDE geöffnet. Der zu korrigierende Parameter lautet Delta Smooth Rod Offset und ist in dem Tab Configuration.h zu finden. Da in meinem Fall der Druckkopf in der Mitte näher am Druckbett ist, muss der Wert von 151 schrittweise verringert werden. Um nach der Korrektur die Software zum Drucker senden zu können, muss als Board Arduino Mega 2560 gewählt werden. Da ich Ubuntu Linux verwende, lautet die Bezeichnung des Ports DevTTYUSB0. Per Klick wird die Software kompiliert und zum Drucker übertragen. Wer sich tiefgreifender mit der Kinematik eines Delta-Druckers beschäftigen möchte, kann weitere Stunden oder Tage mit Feineinstellungen verbringen und die Firmware mit entsprechenden Daten füttern. Hier drucke ich als Testmuster ein Wagenrad mit einem Durchmesser von 140 mm, bestehend aus einer einzelnen 0,35 mm Lage Kunststoff. Zu sehen ist, dass der Extruder das Druckbett nirgends berührt und das Filament an allen Stellen haftet, das Druckbett an der vorderen Schraube aber noch ein wenig angehoben werden sollte.
Somit ist der Drucker bereit für Aufträge und künftig kann das Druckbett nur durch Verstellen der Rändelmuttern justiert werden. Beim Drucken mit etwas höherer Geschwindigkeit habe ich allerdings bemerkt, dass der Extrudermotor das Filament nicht gleichmäßig zum Hotend befördert, der Motor überspringt Schritte. Das liegt hauptsächlich daran, dass der Motor etwas zu schwach dimensioniert ist. Durch Erhöhen des Phasenstroms an dem Potentiometer der Treiberplatine erzeugt der Motor mehr Drehmoment. Das Potentiometer habe ich von der halben auf 3/4 der maximalen Stromstärke gedreht. Mehr ist wiederum von Nachteil, da der Treiberchip dann überhitzt, was ebenfalls Schrittverluste bewirkt. Ein Reinigen des Hotends hat ebenfalls eine deutliche Verbesserung gebracht, der Kossel reagiert wegen des drehmomentschwachen Extrudermotors sehr empfindlich, selbst auf leichte Verstopfung der Düse. Die vier Bauteile dieses Drucks sind auf einer Fläche von 95×70 mm auf dem Druckbett verteilt und wie zu sehen haften alle sehr gut auf der Oberfläche. Mit den verstellbaren Haltern des Druckbetts habe ich bereits eine erste Verbesserung mit dem AnyCubic Kossel für sein eigenes Design gedruckt. Hier entstehen Befestigungen, die es ermöglichen, die Filamentrolle auf dem Drucker zu platzieren. Wie bereits angesprochen, kann der Druckkopf aufgrund des Delta-Designs mit recht hoher Beschleunigung bewegt werden, der Extruder springt sehr schnell zwischen den Lücken der Bauteile hin und her. Die Druckgeschwindigkeit sollte aber nicht zu hoch gewählt werden, da wie bereits gezeigt der Extrudermotor etwas zu schwach ist. Mehr als 30 mm pro Sekunde bei einer Schichtstärke von 0,2 mm habe ich nicht zuverlässig erzielen können. Mit der Filamentrolle oben auf dem Drucker wird die benötigte Standfläche für die Maschine deutlich kleiner. Der Kossel findet so auf jedem Schreibtisch noch einen Platz. Die kompakten Abmessungen erlauben außerdem einen leichten Transport des Druckers. Delta-Drucker sind eine eigene Klasse von Filamentdruckern. Wie gezeigt ist das Justieren des Druckers deutlich aufwendiger als bei herkömmlichen Mechaniken, für Einsteiger in die Materie 3D-Druck gibt es deutlich geeignetere Maschinen. Als Vorteil ergibt sich ein recht kompaktes Design, Delta-Drucker sind irgendwie cool. Fotos der Beispieldrucker aus dem Video und mehr könnt ihr auf meiner Projektseite in hoher Auflösung abrufen, um euch einen eigenen Eindruck von der Druckqualität zu verschaffen. Hier entstehen Bauteile für eine Linearführung, wie alle Filamentdrucker ist auch der AnyCubic Kossel ein hervorragendes Werkzeug, um Prototypen zu erstellen. Was mit Linearführungen, Verbindern und sonstigen Konstruktionselementen gemacht werden kann, gibt's in weiteren Videos auf meinem Kanal zu sehen. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!